Es war so klar, es war so klar. Nkunku, Ball rein, Elfmeter. Elfmeter. Ist gar nicht gesehen. Irgendwo scheinbar Handspiel. Ja, mein Gott. Musst du halt nach heutigen Statuten leider pfeifen, ne? Was willst du machen? Ich mag mich da jetzt auch schon gar nicht darüber aufregen, dass das natürlich alles nicht gewollt war und alles nicht, ne? Natürliche Handbewegung, dies, das. Und wenn man schon mal Fußball gespielt hat und hier und da, das ist leid, das juckt die Schiris nicht. Das ist einfach Elfmeter, das sind die Regeln. Dem pfeifst du. Wenn das bei Leipzig im 16er passiert, will ich den Elfmeter auch haben. So eine dumme Scheiße. 10 Minuten gespielt. Komm, Junge. 1-0 Leipzig. Das natürlich jetzt, ja. Huch. Das ist ein semi-optimaler Start. Sagen wir es mal so. In Rückstand zu geraten, nicht so. Ich meine, wir geraten oft in Rückstand, ne? Also man hat das Gefühl, wir brauchen irgendwie ein Gegentor, um irgendwie selber was zu machen. Weil man es heute natürlich noch nicht sagen kann, ne? Wir haben jetzt hier 10 Minuten gespielt, ne? Ah! Alter. Wollt mich doch verarschen, oder? Ja, Dinos fängt den ab. Sehr schön. Geht über rechts durch. Und wieder weggemäht. Pressschlag bekommen von Guardiol, das tut weh. Wie geil. Ah, Malacca, sagt er. Ich weiß jetzt nicht, was Malacca heißt, aber es sagt mir was. Alter. Alter, von was nies ich denn jetzt? Oh. Ah, Malacca heißt Arschloch. Okay, schön. Wissen wir das auch. So, TBD. Seitenwechsel rüber auf Ito. Sehr schön. Der schießt mal. Wow. Abschluss Ito. Warum nicht? Aus der Ferne recht ungefährlich. Aber Kolaschi lässt den. Hat den ein bisschen witzig abtropfen lassen. Noch ein kleines Stück abtropfen lassen. Hatten aber danach sicher. Mit dem Nachlangen, so wie es aussah. Aber ey, so geht's halt. Aber mal abziehen, ne? Einmal mal abziehen. Weggeschlagen. Aber direkt wieder bei uns. Führig. Wieder Flanke rein. Ja. Zweiter Ball. Endo. Abschluss. Oh. Schade, Mann. Schade, Mann. Hey, jetzt sagt Sir Dittmann endlich mal, dass wir jetzt gerade richtig gut sind. Ich finde, wir halten die gesamte erste Halbzeit gut dagegen. Dieses Spiel steht normalerweise 0-0. Ja, dieser Zufallshandelfmeter halt. Sonst war ja in dem Spiel nichts. Führig. Ja! Es gibt es nicht. Oh, schön nach vorne, scharf reingeflankt von Führig. Ein Kalajdzic kriegt den Kopfball, setzt ihn aufs Tor. Anton nochmal mit dem zweiten Ball. Ah, schade. Und da steht halt, ja, der Torwart doof sagt da, wo er stehen muss, ne? Weil er steht einfach nur. Hat Glück, dass er da steht und den Ball an den Arm bekommt, ne? Steht der einen Schritt woanders, dann ist der Ball drin. Weil aus der kurzen Distanz keine Chance für den Keeper. Aber steht halt richtig Gulaschi. Ah, das war eine dicke Möglichkeit. Schade. Boah, schön. TBD wird gefoult. Ey! Ey! Er hört sich's an. TBD bleibt liegen. Das ist jetzt, denn er von 8 Minuten wurde dreimal gefoult, der Bre. Geht rein. Orban, was passiert? Ich meine, Orban spielt nicht den Ball. Ich meine, er schuckt ihn schon weg, ne? Das kannst du als Zweikampfhärte werten, aber er schuckt ihn halt schon weg, ne? Er schuckt ihn schon weg und er trifft nicht mit einem Stückchen irgendwie den Ball, der Orban. Ich glaube, ich könnte hier tendenziell mitgehen, dass das vielleicht nicht für einen Elfmeter reicht. Hätte aber auch reichen können für einen Elfmeter. Gibt aber auf jeden Fall keinen. Schade, ey, aber ey, die zweite Halbzeit startet ganz wild. Komm, Jungs, ey, es muss halt in der Phase jetzt fallen. Weil es wäre auch wieder keiner Hirn, es wäre auch wieder das VfB-typischste der Welt, dass du jetzt gerade so eine Drangphase hast und dich dann einmal RB auskommt und es 2-0 macht, ne? Du musst es halt in so einer Drangphase das Tor halt auch machen dann. Flach rein. Eine flache Ecke. Ja, Anton kommt safe aus dem Abseits. Wir spielen treu! Abschluss Mangala aus der Ferne. Gulaschi hält den gut. Ich dachte, dass Anton safe aus dem Abseits kommt.
Aber jetzt Mangala mit der Technik, schöner Abschluss und schön gehalten von Gulaschi. Natürlich eine Torparade. Den fliegt man gerne weg, den Ball. Die nächste Ecke. Also ich sag's ja, in der Drangphase muss jetzt was passieren. Sonst können wir sagen, ja, wir waren voll nah dran. Schön. Führig. Kommt nicht verkehrt, Anton! Was eine Parade von Gulaschi! Was eine Parade von Gulaschi! Was ein Reflex von Gulaschi! Sagt der Kommentator jetzt auch, viel mehr kannst du gerade nicht machen. Da fehlt das Glück. Das hast du halt da unten nicht auf Platz 15, Platz 16, whatever. Da hast du das Glück halt nicht. Mangala, ja geil, der wird von 8 Leuten gesandwiched, aber es ist kein Foul, Schiri, ne? Pfeifen wir heute nicht, lassen wir heute bleiben. Boah. Ich hasse diesen Drecksport. Ich hasse diesen Drecksport auf. Ich hasse ihn auf den Tod, diesen Drecksport. Es war so klar. Es war so klar. Erstmal da, Mangala von 8 Leuten gesandwiched, aber von mir aus kein Foul. Boah. Na, ist er wohl minimal nicht im Abseits. Und Kuge macht seinen Schlag gegen Ito. Und ich hab's während unserer Drangphase gesagt. Ich hab's von der 55. bis zur 70. habe ich's gesagt. Wir drücken hier auf das 1 zu 1, haben Chancen, uns fehlt das Glück. Und wie man es kennt, wenn Scheiß läuft, läuft Scheiße, macht Leipzig im ersten Konter. Was heißt Konter? Das war ein langer Ball, auf einmal ist er alleine. Mir geht dieser Sport so auf die Eier. Es ist halt immer genau das Gleiche. Du bist so dran, du musst hier eigentlich das 1 zu 1 machen. Es wäre verdient gewesen, hier das 1 zu 1 zu machen. Und dann reicht dieser eine Konter. Er guckt sich auch irgendwas an, aber bei unserem Glück wird da nichts abgepfiffen. Ich kotze so im Strahl. Noch ein bisschen Spannung rein hier. Zeit ist noch genug. Es sind bestimmt noch 10 Minuten. Wir stehen weiterhin auf den Füßen. Wir machen das ja nicht schlecht. Das ist ja schlimm, Mann. Anton. Ja, kriegt einen durch. Sehr schön. Abschluss. Ach, meine Fresse, Alter. Es kann auch sein, dass es gerade abseits war, aber da. Nee, war es nicht mal. So geil. Anton. Auf 16er Linie, Eckloff lässt mit der Hacke durch und Massimo kommt zum Abschluss scharf von rechts. Aufs kurze Eck und Gulaschi hält natürlich. Aber ja, das ist halt einfach noch, das ist Pech, Unvermögen, wie auch immer. Ja, wieder, das war jetzt Eckball, Armada, Köpfen aufs Dach, oben aufs Netz drauf. Also an den Chancen, es mangelt heute nicht. Wir haben mehr Chancen als RB, mit Abstand, mit großem Abstand. Aber wir nutzen es halt nicht. So bist du am Ende halt auch wieder selber schuld. Am Ende des Tages. Ja, Silva. Ja. Wir tanzen nochmal. JJ Okocha. Ja. Tiki-Taki. Novoa, den ich gar nicht kannte. Ja, 3-0. Ach, abseits. Ist ja langweilig. Das ist ja langweilig. Das ist ja richtig langweilig. Abseits. Pff. 3-0 wird auch hoch verdient für Leipzig heute. Ich reagiere mich auch schon seit einigen Minuten damit ab, dass ich an dem Ding hier rumspiele. Das sagt nicht an Leipzig, sagt an unsere Unfähigkeit, an unserem Pech da vorne drin. Das ist halt einfach, wie gesagt, Überbegriff, Fußballer-Jargon quasi. Wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße. Wenn du unten drin bist, dann hast du die Scheiße am Fuß kleben. Ja, die Leistung, ja, die war eine Steigerung, die war doch fast zu erwarten. Es war klar, dass wir hier besser spielen werden. Siehe Dortmund und solche Spiele. Es war klar, dass wir gegen solche Teams besser schlagen. Das tun wir immer. Es ist auch nicht schlimm, gegen Leipzig sauer zu verlieren. Rein faktisch. Nach dem Spielverlauf ist es das, weil es auch nicht verdient ist. Aber wo wir halt unsere scheiß Punkte dann halt einfach sicher holen müssen, sind einfach diese direkten Duelle. Du musst halt in Fürth gewinnen. Du musst in Fürth anders auftreten. Du musst in Augsburg nicht 4-1 verlieren. Du musst gegen Bielefeld zu Hause mindestens mal einfach punkten, wenn nicht eigentlich sogar dreifach. Das sind die Spiele, wo du solche Auftritte wie hier brauchst. Aber das sind sie wohl scheinbar wieder nicht möglich diese Saison. Ich habe auch ehrlich gesagt mehr Hoffnung, dass wir in Freiburg oder gegen Frankfurt zu Hause was holen, als zu Hause gegen Bochum. Einfach weil wir uns gegen solche direkten Konkurrenz da unten dumm anstellen. Und das traditionell seit Jahrhunderten, seit Jahren. Traditionell seit Jahren.